Spontanreisen. Dafür muss man flexibel sein. Sowohl bei der Routenplanung als auch beim zu erwartenden Wetter vor Ort. Spannend ist dabei, ob man das, was man vorhat, auch so machen kann. Gerade jetzt in der Corona-Pandemie. Auf unserer Reise fahren wir zu Orten, zu denen wir immer schon mal wollten, es aber bisher nie gemacht haben. Wir erreichen das wilde Kaisergebirge in den Kitzbüheler Alpen. Die sechs Berge, allesamt über 2000 Meter hoch, sind eine Hauptkulisse in einer der erfolgreichsten deutsch-österreichischen Fernsehserien, dem Bergdoktor. Einige der Hauptdrehorte wollen wir uns hier anschauen. Westlich der Gemeinde Elmau liegt auf einem Hügel der ehemalige Bauernhof Hinterschnabel. Die Seitenansicht ist im TV eher selten zu sehen und Stall und Scheune gar nicht. Die Einfahrt ist schon öfter im Bild. Hier wird der grüne alte Daimler geparkt, mit dem der Bergdoktor seine Praxis erreicht. Nachdem am Eingang das Filmarztschild schon öfter abhanden gekommen war, wurde es durch ein Dummy-Schild außerhalb der Dreharbeiten ersetzt. Im Film praktiziert hier ja Dr. Martin Gruber, dargestellt von Hans Siegel. An Drehtagen stellt die Requisite auf der Terrasse Gartenmöbel auf. Normalerweise kann das Haus dienstags und freitags auch von innen besichtigt werden. Es sei denn, es wird gedreht. Heute ist Montag und es laufen erste Vorbereitungen für einen morgigen Dreh. Circa 2 Kilometer östlich von Elmau liegt das Dorf Going. Mit einem gemieteten E-Bike erreichen wir den nächsten Drehort. Der Dorfplatz sieht ganz normal aus. Dort hinten steht ein ehemaliges Dorfkrämerhaus. Im Film wird es für die Außenaufnahmen vom Gasthof Bilder Kaiser genutzt. Es gibt sogar eine Speisekarte, aber zu essen bekommt man hier nichts. Es wird normal bewohnt und kann deshalb nicht von innen besichtigt werden. Um hier ein gemütliches Gasthaus darzustellen, werden zum Dreh Tische und Stühle aufgebaut. Das Gemeindeamt ist ein echtes Amt. Ja, der Bergdoktor und seine Frauen. Auch mit der Apothekerin bandelte er mal an. In Wirklichkeit ist es ein Pfarramt und die Innenaufnahmen entstehen in einer anderen, richtigen Apotheke. Am Dorfbrunnen mit dem heiligen Florian wird nicht nur im Film so einiges besprochen. Er blickt auf die Pfarrkirche zum Heiligen Kreuz. Ab und an kommt die Kirche in dieser und auch anderen Serien vor. Werfen wir einen Blick ins Innere der im Jahre 1777 eingeweihten Kirche. Rund um die Kirche ist der Friedhof. Hier wurde in der Serie Annas Vater beerdigt. Zu den Drehorten des Bergdoktors kann man wandern oder man macht wie wir eine Radtour. Direkte PKW-Zufahrten sind oft nicht möglich. Südlich von Elmau sieht man aus der Ferne einen Hang. Dieser
ist Schauplatz diverser Winterspecials. Er wird dann zur Rennpiste oder für Rettungsaktionen genutzt. Wir erreichen eine kleine Straße im Elmauer Stadtteil Auwald. Hier befindet sich der Föhrenhof. Im Restaurant des kleinen Hotels werden die Innenaufnahmen des Gasthofs Wilder Kaiser gedreht. Das Restaurant hat eine ausgezeichnete Küche. So können Besucher vielleicht auf dem gleichen Stuhl sitzen wie sonst der Bergdoktor. Weiter nordwestlich von Elmau, in der Nähe von Schäffau, liegt der Hintersteiner See. Im Sommer ist hier ein Strandbad geöffnet. So kann man im angeblich schönsten und saubersten See Tirols baden. Die Landschaft ist eine ideale Kulisse für ernste Aussprachen und Rettungsaktionen. Das hatten auch andere Filmcrews erkannt, die diesen Drehort ebenfalls nutzen. Unser nächstes Ziel liegt sehr außerhalb. Es ist am besten mit dem Fahrrad oder PKW zu erreichen. Am frühen Vormittag liegt Nebel über dem Tal. Hier haben wir unser Fahrzeug am Bergdoktorparkplatz abgestellt. Der Trecker mit Anhänger ist schon unterwegs, um die Besucher abzuholen. Wir sind zu Fuß unterwegs. So werden wir hoffentlich das Bergdoktorhaus noch vor den geführten Gruppen erreichen. Das Haus liegt auf 1000 Höhenmetern. Bei Dreharbeiten wird diese kleine Nische genutzt, um von hier aus zum Haus vorzufahren. Bergdoktor-Fans können das Haus wochentags für ca. 8 Euro besichtigen, für etwas mehr mit Transport vom Parkplatz aus. Mit dem eigenen PKW darf man nicht hierher. Noch nutzen wir die einsame Zeit für Fotos. Das Haus wird nicht mehr bewohnt und dient nur noch als Drehort. Mittlerweile ist auch der Trecker unterwegs zum Gruberhof. Dreharbeiten auf der Terrasse werden erst ab mittags gemacht, da vorher der gewünschte Ausblick ins Tal nicht möglich ist. Peter ist Treckerfahrer und Guide in einer Person. Er hatte früher die Filmcrew begleitet und weiß deshalb sehr viel. Wenn ihr Fragen habt, bitte fragt mich. Mittlerweile sind wir da auf 1000 Höhenmeter angekommen. Am Köpfinghof, wie er richtig heißt. Im Film heißt er zwar Gruberhof. Ich habe mal nachgefragt bei der Filmgesellschaft, warum sie eigentlich die Namensänderung gemacht haben. Dann haben sie mir erklärt, es gibt gewisse Namen, die haben einen höheren Wiedererkennungswert, heißt das so schön. Was man nie im Film sieht, ist die Rückseite des Hauses. Hier wird bei Dreharbeiten das Equipment gelagert und die Trucks geparkt. Auf der gegenüberliegenden Filmseite hatte Bergdoktors Mutter Lisbeth früher ihren Hofladen. Hier geht es auch in die Scheune. In der Diele des Hauses hängen Bilder der Grubers. Lisbeths Mann kam bei einem Bergunfall ums Leben. So lebt sie derzeit mit ihren Söhnen Hans und Martin, dem Bergdoktor,
und seiner Tochter Lilly auf dem Hof. Nun ja, Martin wohnt nur hier, wenn er keine Liebschaft hat. Die Küche sieht aus wie im Film. Erstaunlich, wie wenig hier und auch in den anderen Räumen beim Dreh verändert wird. In der Stube werden lediglich ein paar Kissen und Bücher hinzugefügt und die Bilder verändert. Auch die Zimmer der Bewohner sind fast wie in der Serie eingerichtet. Ich hatte gedacht, es wird mehr verändert. Mittlerweile hat sich der Nebel verzogen. Also zurück zur Terrasse. Hier wird noch ein Abschlussfoto mit Weitblick geschossen. Damit endet unsere spontane Reise 2020. Wir finden, es hat gut geklappt und man muss nicht immer ganz so weit wegreisen, um auch Interessantes zu entdecken. Wir glauben, auch im nächsten Jahr wird es noch nicht so sein wie früher. Dann geht es bestimmt wieder spontan los. Erste Ideen haben wir schon.